Seit ich auf dieser Etage angekommen bin, werden meine Ohren von sanften Pianoklängen umspült und ich schätze mal, die Quelle dieser Musik befindet sich hinter dieser Tür. Traut sich Luigi? Natürlich. Da steht es und spielt sich ganz von selbst. Es ist Mozart, die Geisterhand. Und Toad? Ja, wird aber auch mal Zeit, dass wir jemanden von unseren Freunden retten, oder? Ehrlich gesagt habe ich daran schon gar nicht mehr gedacht. Ein Sparschwein! Ist auch viel wichtiger. Komm ich denn da dran? Das sitzt da oben in der Loge. Ist ja witzig. Naja. Das Klavier ist jetzt wohl erstmal das Wichtigste, schätze ich. Als so ein olles Sparschwein. Oh, Boss Time? Wieso brennt der? Ah! Da kommt doch der Müll unten vor. Ach, die Details. Kann ich die einsaugen? Oder greifen mich? Oh, die haben ja richtigen. Die haben den Aimbot aktiviert. Juhu! Was kann ich nur mit denen machen? Die stehen ja schon relativ verdächtig lange in der Luft. Deswegen gehe ich eigentlich schon davon aus, dass ich was mit denen machen kann. Es sei denn, ich muss warten, bis sich die gesamten Zuschauerränge irgendwie aufgelöst haben. Weil unendlich von den Dingern gibt es ja nicht. Erinnert ein bisschen an diese Bodenplatten aus den Zelda-Spielen, die sich so langsam auflösen und einen attackieren. Oh! Ernsthaft jetzt? Na gut, das sind die letzten. Ich renne einfach mal weg. Oh, der arme Luigi. Na? Na. Ich sehe schon, was ihr da auf den Gesichtern habt. Das muss erstmal weg. Ach, die können die sogar wieder zurückholen irgendwie. Ich dachte, ich kann die jetzt beide so ganz gechillt einsaugen. Na, komm, du kriegst was ab da drüben. Hat nicht ganz gereicht. Der hat jetzt echt noch eins übrig, oder? Komm, den schnappen wir uns. Ah. Ich habe jetzt irgendwie auch nicht damit gerechnet, dass da nochmal welche nachkommen. Oh. Her mit der Brille. So. Erstmal den weg. Der lässt sogar ein Herz fallen. Das ist sehr nett. Die haben sich jetzt richtig ungünstig hier... No! Aufgeteilt. Sodass ich sie nicht alle auf einmal einsaugen kann. Das scheint immerhin der letzte zu sein. Und Wermski! Und jetzt wieder zum Klavier aus Super Mario 64, oder was? Halleluja! Dem will ich irgendwie nicht zu nahe kommen. Kann das sein? Oh, der ist aber ganz schön schnell, ne? Nein! Yo! Aber hier ist eine Gelegenheit, um ihn anzugreifen. Von wegen. Also über diese Schockwelle muss ich auf jeden Fall mit meiner Sprungfähigkeit drüber. Ich habe nur irgendwie nicht damit gerechnet. Her damit. Da. Yes! Und da ist was Rundes. Das heißt, da kann ich den Plunger ranwerfen, oder? Wenn er denn nur irgendwie zielen würde. Jetzt! Das arme Klavier. Das wird ihm nicht gefallen. Diesen Mozart-Verschnitt. Was soll das werden?
Ich schleuder ihn lieber mal gleich, bevor er sich aus dem Griff befreit, weil die Bossgegner können das ja, wie ich schon feststellen musste. Wo ist er? Ah, wieso? Er war zu stark. Gut, vielleicht kann man ihn nicht mehr Energie abziehen. Was wäre das? Was wäre das? Oh, das ist voll schwer, dem auszuweichen. Weil man das irgendwie nicht richtig sieht, ne? In der Tiefe. Holy moly. Nein. Und springen. Geschafft. Okay, die hier ist noch nicht scharf. Das heißt, die kann ich werfen. Aber diesmal gibt ihr mir nicht so viel Zeit. Komm her. Nein, vorbei. Wie tragisch. Da ist er. Man muss echt warten, bis diese Zielmarkierung erscheint. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das Ding hier irgendwie besser dran kriege. Okay. Oh, das Herz. Das brauche ich unbedingt. Du schaffst es, Luigi. Yes. Das hier gleich auch noch. Was soll das denn werden? Nein! Wenn man... man kann ihn durch das Klavier hindurch nicht verfolgen. Das ist das Problem. Die Flammen scheinen mir allerdings nichts zu machen. Und da ist er wieder zurück. Einfach immer in Bewegung bleiben. Okay. Ach, jetzt macht das zweimal oder sogar noch öfter. Das sieht schon ziemlich ramponiert aus. Ich frage mich, ob man es dauerhaft kaputt machen kann. No, 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 no. Noch ein Herz. Ah, der kann das da zertrümmern und dann kommen Herzen raus. Aber jetzt bin ich ja zum Glück wieder voll aufgefüllt. Haha, wie er angetäuscht hat. Und... das war meine Chance, ne? Ich hab sie verpasst. Kann man da auch drüber springen? Oh, ich kann das abwehren damit. Das macht's natürlich easy. Okay, diesmal muss ich drauf achten, wenn er rauskommt. Das ist meine einzige Chance, ihn angreifen zu können, scheinbar. Yep. Und... ist das dein Ernst? Dang it! Okay. Treffer. Ich habe immer Angst vor dieser Explosion. Wieso ist es so schwer, das Ding zu treffen? Okay, es ist komplett zerbrochen. Jetzt hat er keinen Ort mehr, wo er sich verstecken kann. Oh yes, come on! Phew! Das war richtig nice gemacht. Hab mich sogar ein bisschen dumm angestellt, damit es ordentlich spannend war. Her mit dem Knopf. Und dann schauen wir mal den Toad an. Oh, bravo! Doggo! Na endlich sieht man dich mal wieder. Wenn auch nur für einen ganz kurzen Moment. Noch ein paar Münzen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Sparschwein? Ist da oben sogar noch was anderes? Ach nee, das ist ein Stuhl. Vielleicht hätte ja das Klavier das Sparschwein darunter segeln lassen können. Naja. Solange es kein Juwel ist. Ah ja, das funktioniert immer noch.
Du hast einen deiner Freunde gerettet, Luigi. Die Geretteten wären bei mir im Labor am besten aufgehoben. Hier sind sie in Sicherheit. Also bring den Toad jetzt am besten zum Aufzug. Ah, die sind so niedlich. Und er macht sogar Geräusche wie eine Quietscheente. So, was gibt's hier denn noch zu entdecken? Oh! Ein Geheimraum hinter der Bühne. Hey du! Hast du ein Problem? Der hat da eigentlich nur abgestaubt. Toad hat mich angefeuert. Was ist das denn für ein hübscher Koffer hier? Und Goldgeist! Wieso hat der 50.000 HP? Ach, der lässt schon Geld fallen, während man ihn auf den Boden slammt. Deswegen habe ich letztes Mal gemeint, der hat mir kaum eine Belohnung gegeben. Aber das hat gar nicht gestimmt. So, wo kommt der? Da. Wie panisch er da rumrennt. Und schlupp! Immer her damit. Hey Luigi, willst du nicht so einen schnicken Anzug da anziehen? Ich glaube, das würde dir richtig gut stehen. Ah, jetzt hat sich dieser Goldbarren da festgeklemmt. Naja, kann man wohl nichts machen. Kann ich Toad eigentlich auch ansa... Da frag ich gerade noch. Ja, wie geil. Das muss man später bestimmt auch noch machen, um Rätsel zu lösen. Was ist das denn? Das war zu schnell aufgesaugt. Und der hat hier tatsächlich in seiner eigenen Umkleide ein Bild von sich aufgehängt. Ein echter Narzisst also. Was war das denn jetzt? So, am Klavier kann man doch bestimmt noch was machen, oder? Da fehlen aber ganz schön viele Tasten. War's das? Naja, vielleicht... Vielleicht muss man ja Tasten finden. Kann ich den vielleicht mal da oben hinschießen? Okay. Ah, das kann man nicht. Kann man im Spiegel noch irgendwas erkennen? Auch nicht so wirklich, ne? Dann denke ich mal, dass der Goldgeist die Hauptattraktion dieses Zimmers war. Und verschwinde. Mal auf der anderen Seite noch gucken. Aber hier scheint nichts zu sein. Also auf zum Aufzug. Auf zum Aufzug. Da hat noch einer seinen Popcorn stehen lassen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hinter dieser Tür sich noch ein paar mehr Juwelen befinden, weil davon fehlen mir noch ganze 3 Stück auf diesem Stockwerk und es ist ja wirklich nicht groß. Ach ja, übrigens, was ich gesehen habe. Ich habe ja im letzten Part oder im vorletzten so einen Juwelensucher gekauft. Und der zeigt mir auch tatsächlich ein Juwel an. Allerdings, jetzt finde ich es nicht. Ich glaube, wo war es denn? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es auf Etage 5 war. Lass mich doch jetzt mal dahin. Da ist es. Genau. Also wird irgendwie random eines der Juwelen, die man bisher noch nicht gefunden hat, ausgewählt und angezeigt. Also den Eindruck macht es auf mich jetzt zumindest. Was ziemlich cool ist, weil das ein Ansporn ist, erstmal so viele Juwelen wie möglich selbst zu finden. Zumindest die, die man schon gesehen hat und einfach nicht weiß, wie man an sie drankommt.
Wovor hat sich Luigi denn jetzt so erschreckt? Okidoki. Bye bye. Ach, er fährt alleine? Schafft er das? Oh oh. Mit der Katze auf dem Schoß, wie so ein James-Bond-Bösewicht. Virtual Boo! Na, wo haben wir ihn denn? Luigi, du hast einen deiner Freunde wiedergefunden. Wie viele Vermisste sind es dann jetzt noch? Ah, zwei Toads und Prinzessin Peach. Ach, und dein großer Bruder natürlich. Der ist ja auch noch in Gefangenschaft. Es ist also noch reichlich zu tun. Nun denn, viel Glück. Goodbye. Goodbye. Soll ich mich jetzt noch ein bisschen hier umsehen? Wo könnten nur die fehlenden Juwelen sein? Das würde mich schon mal interessieren. Weil hier war ich ja. Vielleicht verändert sich ja auch, wenn man irgendwas im Konzertsaal, wenn man später nochmal zurückkommt. Das kann auch sein. Setzen wir mal den Aufzugsknopf ein, den ich bekommen habe. Oh, ja. Ja. Oh yeah. Etage Nummer 6, Spukschloss. Es gibt also eine extra Etage dafür, obwohl das ganze Hotel eigentlich schon gruselig genug ist. Hört sich aber gut an. Das war knapp. War das Absicht? Dafür sauge ich dich weg. Geht noch nicht mal. Ist zu stabil. So eine ähnliche Begebenheit gab es in Luigi's Mansion 2 doch auch. Mit solchen Ritterstatuen und so. Fand ich damals schon richtig nice. Vielleicht sollte ich die Sachen erstmal lesen, bevor ich sie wegsauge. Kommt nicht in Frage. Alles muss weg. Da oben ist wieder so ein Lüftungsschacht. Erstmal ein bisschen aufwärmen. Oh. Ups. Da wurde noch irgendwas anderes entfacht gleichzeitig. Nein, ich will da oben hinschießen. Ist das nicht so ein... Das sieht ein bisschen rund aus, aber irgendwie... Kann man das wohl nicht hier oben runterfallen lassen. Na gut. Wie hübsch das einfach aussieht. Ah. So eine Art Attraktion für die Hotelgäste. Oh, die Banane. Ist Diddy Kong etwa hier rumgelaufen? Hey! Falsche Richtung, Herzchen. Ach, da ist eine Wand, da kann ich gar nicht vorbei. Man sieht diese Mechanik, das Seil da oben. Das geht da drüben runter, aber komme ich da einfach so ran? Durch das Gitter? Nicht so richtig, ne? Fehlt ein Stückchen. Und normalerweise, wenn da nicht so eine Zielmarkierung auftaucht, kann man solche Stellen auch nicht wirklich abschießen. Es bleibt auch nicht kleben. Komme ich denn eigentlich hier hinter? Kann ich die ganze Bude abreißen? Auch nicht. Das wäre es doch jetzt gewesen. Aber das muss ich jetzt nochmal gerade probieren. Da ist ja extra so eine Ausbuchtung im Zaun. Ich komme einfach nicht dran. Ha!
Na klar, was denn auch sonst? Okay, dann würde ich mal sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder und schauen uns mal in diesem Spukschloss um. Wird sicher cool. Bis dahin, Leute. Ciao.